Hey, 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 da sind wir wieder, jetzt mit neuen Mods. Oh ja, was habe ich drauf getan? Einen Fullscreen-Mod, der mir die Fullscreen-Auflösung 1280x720 gibt, ohne dabei meine eigene Hintergrund-Dings, Oberteil und so. Wisst ihr Bescheid? Einfach so, weil... Einfach weil awesome. Ja. Und was habe ich noch drauf getan? War es da schon? Ja, ich habe noch ein paar mehr Grafikoptionen. Das Ganze läuft jetzt ein bisschen stabiler. Das wird schön, mit geiler Musik im Hintergrund, die ich übrigens ein bisschen lauter gestellt habe, weil das war jetzt nicht ganz so laut, was ich da dabei hatte, ne? Aber ich sehe hier immer noch nichts. Meh. Wisst ihr was? Ganz kurzen Stopp. Wir sehen uns sofort wieder. Bye-bye. Da musste ich doch glatt einfach mal Päuschen machen, weil nämlich mein Fenster offen war, beziehungsweise das Rollo davon, und ich nichts mehr gesehen habe. Das war nicht so toll. Schließlich will ich auch was von meinem Spiel sehen und nicht erst später in der Aufnahme. Oh, guck mal, da hast du was vergessen, du Depp. Hast du aber schön Scheiße gebaut. Und jetzt gehe ich einfach hier Hayakawusa einfach drauf. Zombie! Zombie, komm her. Komm her, mein Freund, komm her. Komm her, ich box dich tot. Gut, mal Licht machen hier. Oh, da ist der Höhlenausgang. Nice. Nice. Das heißt... Ja, da können wir schon weitergehen dann. Aber erstmal wird hier ein bisschen rausgepickaxt. Komm schon her. Ich weiß doch, dass du es auch willst. Genauso sehr wie ich. Wie? Nur ein Eisen? Eins nur? Ernsthaft? Seid ihr wirklich so geizig? Irgendwo hier habe ich doch noch Kohle oder sowas gesehen, oder? Ah ja, da. Fast dran vorbeigelatscht. Aber okay. Haust du rein? Oder besser gesagt, haust du raus. Hihihi. Ich weiß, ich laber gerade schon wieder derbsten Müll, aber was soll's? Was soll's? Soll doch Spaß machen, oder? Und das tut's doch auch. Oh yeah. Ja, ich nehme das halt vorher auf jetzt. Ich habe nicht lange Pause gemacht seit der letzten Aufnahmepause. Ich weiß absolut nicht, ob ihr Bock auf dieses Projekt habt. Ich habe Bock drauf und vielleicht finden sich auch Leute, die da ultra Spaß dran haben, die jetzt gerade hier mit mir fiebern, ob ich denn das ganze Kohlengedönse hier kriege, ohne von oben irgendwo angesprungen zu werden und in den Tod zu stürzen oder sonst was. Aber ich denke, das sieht ganz gut aus. Dann können wir hier wieder rausspringen. Das machen wir uns dann zu. Cobblestone haben wir hier. Ich höre schon wieder im Hintergrund irgendwo Skelette etc. Etc. pp. Etc. Pippi. Hä? Was? Wo denn? Na, so, da, bitteschön. Gut. Ich mal sagen, schmeißen wir mal hier so ein bisschen Licht in die Ecke. Und dann finden wir noch mehr Stuff. Oh yeah. Aber ich glaube auch, wenn wir diese Höhle hier ein bisschen ausgefarmt haben, dass wir dann einfach mal weiterziehen werden und uns eine neue gebietstechnische Innovation suchen werden. Das ist doch shit, dass das jetzt darunter fällt als... Meh. Jetzt gleich, hier, jetzt bin ich hier hinten drin. Jetzt werde ich bestimmt gleich von irgendwas Dickem angegriffen, ich weiß es schon. Ich kann es förmlich spüren, wie es hinter mir lauert. Ja, vielleicht mal nebenbei so ein bisschen was erzählen oder so. Okay, wo bin ich denn hier? Ach, hör auf. Da habe ich den Scheiß hier zugebaut. Da bauen wir uns jetzt aber wieder runter. Weil so schlimm ist das sicherlich nicht da unten. Was habe ich denn hier für eine Konstruktion gemacht, ehrlich? Hab doch hier schon alles ausgeleuchtet. Ach so, das war das, wo der Creeper oben war. Das war das, wo ich den gesehen habe. So, dann haben wir eigentlich nur noch hier den Höhlenabschnitt. Ja, und nur noch ist immer gut. Das ist immer eine tolle Umschreibung. Hey, guck mal, das ist doch nur noch das, da wo das Skelett eben noch war. Ist doch nicht so schlimm. Okay, ich habe gesagt, wenn die Höhle vorbei ist, dann ziehen wir weiter. Also das sieht mir nach... mehr aus als nur so ein bisschen Höhle. Ha, 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 ha. Okay, also.
Plan. Da können wir lang. Wir gehen erstmal da lang. Ach du Scheiße, von da oben kann auch irgendwas hoch runterkommen. Übrigens, der Weise nur mal so nebenbei bemerkt. Das heißt, wir bauen uns mal eine Treppe da hoch. Und wieso kommt dieser Song eigentlich gerade schon wieder? Das ist irgendwie merkwürdig. Hallo? Irgendjemand hier? Oh, Kohle! Anders kann ich das gerade nicht ausdrucken. Kohle! Eisen! Ich habe gerade voll den Minecraft-Orgasmus. Ja, danke schön. Ich liebe dich auch. Habe ich echt die Holzpick... die Holzpickaxe wieder mitgenommen. Why you do that? Gut, noch mehr Kohle. Was ihr jetzt im Hintergrund hört, ist übrigens... La Mulana. Und ich würde mal sagen, wir machen gleich einen ganz kurzen Qualitätscheck, weil ich will nicht, dass die Musik zu laut ist. Ich schreie ja schon ganz gut hier rum. Ich baue jetzt das noch ab. Und dann checke ich mal, ob das nicht vielleicht doch zu laut ist. Wow, wie viel das ist, ey. Kranker Mist. Meine Reaktion eben war geil, oder? Kohle! Oh Mann. I'm so sorry, but I am this way. I am born this way. Gut, 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 gut. Wieder rausspringen und dann sehen wir uns gleich wieder. Bye, bye. So, da sind wir wieder. Dubbeli-dubbeli-du. Ich habe gemerkt, die Musik ist genau richtig. Yeah. Endlich mal was hingekriegt, vor allen Dingen. Und ja, ich bin gerade im Moment einfach sehr hyper. Ich gerade einfach nichts Besseres zu tun habe, als hier Kohle abzubauen und mich zu freuen. Ich muss mir, glaube ich, gleich mal eine Workbench craften. Und meinen Weg zurück finde ich sowieso nicht mehr. Ich habe keine Ahnung, wo ich jetzt überhaupt hier rumgelaufen bin und was ich hier alles getan habe. Und vor allen Dingen, wo es hier noch überall hingeht. Oh Mann. Eigentlich ist das ja super, wenn man so eine Riesenhöhle hat. Aber ich finde das jetzt eher so... Naja. Ich hätte jetzt nicht erwartet, dass wir direkt ab Folge 1 hier in der Höhle rumhängen. Zumal man eigentlich erstmal so Holz sammeln geht und sich einen Gechillten macht eigentlich. Und das ist runtergefallen. Das ist doof. Naja, was soll's. Graben wir den Shit einfach aus der Wand raus. So, au. Halten Sie! So, achso, da war noch eins. Gut, oben haben wir auf jeden Fall jetzt rausgefarmt. Alles. Also gut wie alles, sagen wir es so. Zombie! Erst ausleuchten. Mit cooler Lounge-Mucke im Hintergrund. Oh yeah. I got the groove. I got a zombie groove. Okay, wo nervt denn der rum, bitte? Hört sich eher an wie so ein deutscher Hooligan. Fußball. Ja, ich bin gerade sehr zu gesellschaftskritisch. Naja. Okay. Ach du Scheiße. Das ist viel zu groß. Für meinen Geschmack ist das viel, viel, viel zu groß. Und hier unten haben wir anscheinend irgendwo Lava. Und ich spüre förmlich, wie mir der Creeper im Nacken sitzt. Ah ja, das ist der eine Abfluss von dem... wie heißt er denn? Schnitzeldi-Bupseldi. Wasserfall! Danke, das war das Wort, das ich gesucht habe. Hat mir ja keiner von euch mal geholfen und mal gesagt, ey, Alter, heißt so, weißt du. Okay, das ist der hier. Dann weiß ich, was wir zu tun haben. Ich muss da irgendwie hoch und muss den mal so in seine Schranken verweisen. Ja, genau. Setz es doch dahin. Ja, du bist genial. Du kannst Minecraft spielen. Da gibt's überhaupt nichts dran zu rütteln. Das ist dein Spiel, Junge. Mann, 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 was ein Fail. Und da sind wir schon wieder an der, am Ende der Fahnenstange angekommen. Was zur Hölle habe ich denn hier gebaut? Das ist ja unter aller Sau. So, hier. Tschüss. Kein Wasser mehr.
Nein! Ich wollte noch hinterher springen. Nimm mich mit! So, wollen wir vielleicht auch gleich mal da oben hingehen? Wäre jetzt mal so eine Überlegung wert, glaube ich. Und ich habe irgendwie zu wenig Zeugs dabei. Zu wenig Zeug zum Hochklettern. So, wenn wir das jetzt noch weghauen hier. Dann kommen wir da ganz gechillt hoch. Und darüber will ich jetzt erstmal. Das heißt, wir bauen uns hier so eine Cobblestone-Brücke, Leiter, Treppe, wie auch immer hin. So, das geht doch ganz gechillt von dannen. Aha, was haben wir hier? Ah, okay, das hatte ich auch schon zugebaut anscheinend. Dann wissen wir jetzt aber, wo es hier abgeht. Und dann können wir da mal ein Stück Erde reinklopfen. Denn dann lassen wir das Wasser mal abziehen. Gut, dann haben wir jetzt nämlich freie Hand. Hier möchte ich, glaube ich, erst nochmal einen Riegel vorschieben. Weil wir waren jetzt hier unten, glaube ich, waren wir hier schon fertig? Nee, hier kam ich ja durch wegen dem Wasser. Wollte hier das rausgraben. Genau, so war das. Ich muss mich immer erstmal so ein bisschen zurechtfinden. Ich weiß nämlich meistens nicht, was ich alles so tun will oder schon getan habe. So, da eine Trittleiter rein. Wie viel Eisen haben wir denn jetzt eigentlich? 36 nur. Naja, das ist ja nicht gerade viel, ne? Gut, hier unten geht's aber auch noch weiter. Aber da haben wir jetzt... Ha! Spinne! Spinne! Oh nein! Ich hasse sowas. Wo ist die denn? So, hier kommt die nicht durch. Und hier unten, das ist wieder sowas da. Was? Boah, ich höre überall Monster. Die sind alle unter mir. So viel sollte ja eigentlich klar sein. Aber ich in meiner paranoiden Spielweise denke natürlich, dass die wieder so direkt neben mir stehen. Aber das ist nun mal so. Von den Sounds her hört man die halt, als wären die direkt neben einem. Das ist doch zum Knochenmelken. Und Mäusekotzen. Jetzt wisst ihr Bescheid. Ich höre sie, aber ich sehe sie nicht. Und vielleicht spüre ich sie gleich. Das wäre natürlich auch noch eine Möglichkeit. Hier haben wir noch so viel Kohle. Das ist schon... Das ist... Es hat gehakt. Ich muss eine kurze Aufnahmepause machen. Das ist Karma. Das ist Karma. Ich werde jetzt bestimmt gleich ordentlich geowned. Ich hätte am liebsten so Handgranaten, die man hier reinschmeißen kann. Oh! Oh! Ein Creeper. Creeper in the distance. Hä? Spinne? Spinni? Da ist auf jeden Fall... Er kommt. Er kommt. Er hat mich schon gewittert. Zombie! Zombie, stirb! Könnte man ja auch mal damit machen. Hier sind Sounds dabei, die ich gar nicht zuordnen kann. Ich kann sie nicht zuordnen. Es macht Glob und es macht Blob und es macht Grunz und es macht... Oh. Ich will da oben nicht rein. Ganz ehrlich. Gut, ich weiß, dass hier hinter der Wand irgendwas sein muss. Entweder hinter der Wand oder er ist oben da drauf, was ich gerade zugebaut habe. Aber solange ich hier im Fackelschein stehe, dürfte mir eigentlich nicht so viel passieren. Außerdem hört man ja die Idioten. Und ich brauche neue Kohlestäbchen, die auch Fackeln genannt werden. Genug gefunden haben wir ja. Wie gesagt, es macht hier Geräusche, die ich nicht zuordnen kann, richtig. Ich weiß nicht, was es ist. Es macht so komische Geräusche. Und meine Spitzhacke ist auch gleich wieder hin. Ob das so ein grüner Blob ist? Den ich da höre? Ich kenne noch nicht alle Monster aus den neuen, Updates. Ich kenne bis jetzt nur diese komischen Blobs. Ich kenne diese Ender-Blobs. Ich kenne die
Enderblobs, sage ich schon. Die. Ach, wie heißt es denn? Das kloppt auf jeden Fall da oben rum. So viel ist klar. Es ist ein Enderman! Es ist ein Enderman. Okay, die sind ja so noch nicht gefährlich. Jetzt will ich aber erstmal hier... Okay. Das hier merken wir uns mal. Ich höre die Spinne immer noch. Ich glaube, die ist hier oben drüber. Hier war der Creeper. Ah, da ist sie! Da ist sie! Stirb! Da ist ein Creeper! Da ist ein... Ein pinker Creeper? Nein! Freunde, das... war fast tödlich. Wisst ihr? So in Anbetracht der aktuellen Lage, in der ich mal wieder nicht weiß, wo ich hergekommen bin und wo ich raus muss, werde ich meinen kleinen Hintern nehmen und verschwinden. Erstmal. Kam ich nicht hier runter? Ich hab doch nur noch eine Wooden Pickaxe, das ist doch doof. Lasst mich in Frieden! Ich weiß nicht, wie ich wieder rauskomme, übrigensterweise. Ich weiß nicht, wo ich lang gehen muss. Der klang so ein... Och, hör doch auf. For real now? Ich weiß doch nicht, wo es wieder rausgeht. Kurze Aufnahmepause. Grumpel, grumpel, grumpel. Immer werde ich angerufen, wenn ich aufnehme. Das, also langsam reicht's, ne? Langsam reicht's. Und du? Hä? Komm her, komm her. Ich brauche unbedingt eine Bench. Nein. Nein. Don't you even try. Don't you even try. Nein, jetzt werde ich hier eingekesselt. Eingekesselt. Stirb doch bitte, hinter mir ist doch eine Spinne. Außerdem verhungere ich gleich. Oh. Von irgendwo habe ich Schaden gekriegt. Ach so, wegen dem Verhungern. Freunde, 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 Freunde. Ich will hier aus der Höhle raus. Jetzt sofort. Runter muss ich nicht, ich muss hoch. So viel weiß ich noch. Und hier oben dürfte ja jetzt eigentlich nichts mehr spawnen. Und wenn doch, dann verliere ich echt die Geduld. Nee. Bin ich hier schon wieder bei meinem Häuschen? Nö. Ach, halt doch die Schnauze. Gott, ich finde mich hier nicht zurecht. Wo bin ich denn hier? Eigentlich... Wo bin ich denn hier? Zum... Also... Das ist doch... Wo komme ich hier wieder raus? Ich habe kein Mampfbares mehr dabei. Hilfe! Zu Hilfe! Ne, das war dieser komische Gang. Hier ging es so weit runter. Ich höre Hühner. Das heißt, wir müssten doch eigentlich ziemlich nah dran sein. Wo komme ich wieder raus? Wo bin ich hier? Na, wo bin ich denn hier bloß? Nein, ich habe mich verlaufen. So ein Scheiß. Warte mal. Vielleicht hier? Nein, hier war das Wasser. Hier war einer von diesen... Ich bin... Hier habe ich mich hochgebaut. Und dahin ging es durch. Und dann bin ich eigentlich von hier gekommen. Weil hier waren, glaube ich, diese zwei Wasserfälle. Und eigentlich war ich hier. So, bin ich dann jetzt von
hier. Und dann da. Und dann bin ich wieder draußen. Müsste ich eigentlich sein. Weil, ja. Ist richtig. Ist richtig. Ist alles gut. Alles zu. Was? Oh, wieder da oben drauf irgendwo. So, jetzt habe ich auf jeden Fall genug Eisen. Jetzt packen wir den ganzen Scheiß hier erstmal weg. Die Wooden Pickaxe kommt jetzt auch da rein. Hier haben wir noch Cooked Chicken. So, das kommt weg. Jetzt wollen wir uns aber erstmal ein bisschen Steaks braten, würde ich sagen. Ah, hier haben wir noch mehr Cooked Chicken. Alles klar. Rotten Flesh, kann ich das auch braten eigentlich? Naja, wir können es ja bei Zeit mal ausprobieren. Ist Nacht gerade? Dann legen wir uns mal hin. Wieso kann ich mich nicht hinlegen? Darf ich davor nichts hinlegen oder was? Hauen wir das Ding mal raus mit der Axt. Hab jetzt gerade keine Pickaxe da. Ah ja, man darf davor nichts hinlegen. Oder ich stand einfach falsch. So, jetzt ist wieder Tag. Aber das brät ja dadurch nicht schneller. Cook Pork Chop! Yeah! Ich will auf jeden Fall ausprobieren, ob man das Rotten Flesh auch braten kann. Das würde mich mal interessieren. Ach, eine Shoppinglist hängt da. Alles klar. Kann man das braten? Nö. Das Rotten Flesh, das brauche ich eigentlich gar nicht. Bestimmt kann man das für irgendwas gebrauchen. Ich weiß nicht für was. Und jetzt braten wir uns Iron Ore. Ja, man sollte es schon reintun. So, dafür brauche ich 8. Das weiß ich noch. Also, schmeißen wir die mal dazu. Und dann schmeißen wir das mal da rein. Und dann kann das braten. So, und hier ist immer noch eine Spinne oben drauf. Weil sie im Dunkeln war, greift sie natürlich an. So, da hinten sehe ich noch einen Baum. Das holen wir uns jetzt. Vielleicht erstmal was essen. Gut, das ist aber auch wirklich nur für Nahrung da. Wow, und wie es hier einfach nur laggt gerade im Moment. Was ist das denn für eine Scheiße? Alles mit Grünzeug umwuchert. Ja, und ich würde sagen, wir werden die Höhle, glaube ich, verlassen und uns eine neue Höhle suchen. Die ist mir mittlerweile zu unübersichtlich. Und wenn ich da jetzt nochmal reinlaufe, dann sterbe ich unter Garantie da unten drin. Aber jetzt können wir uns halt eben Eisenzeugs machen. Mit dem wir ja dann auch weiterkommen. Ich will jetzt hier nicht zu weit weglaufen. Sonst finde ich meine Höhle niemals wieder. Da ist mein Kackstift, den ich mir hingesetzt habe. Was ist denn das? Ach so. Okay. Muss man nicht verstehen. Unbedingt. Ist Minecraft Logic. Es hat noch gar nicht geschneit. Jedenfalls habe ich es noch nicht mitbekommen. Wir waren ja auch ständig in der Höhle. Und wisst ihr, was wir uns jetzt suchen? Wir suchen uns ein anderes Gebiet als Eis. Ich will jetzt hier weg und dass kein Eis mehr da ist. Da ist eine Spinne. Die greift mich nicht an, weil sie im Licht steht. Im Licht? Ich würde die gern tamen können. Das wäre cool. So eine getamte Spinne wäre bestimmt schon geil. Oh, und alles ist so weiß. Und ich finde meinen Eingang sowieso wieder nicht. Doch, da ist er. Ja, okay. Dann machen wir da draußen noch kurz Holz. Ich muss sowieso alles mitnehmen. Deshalb würde ich sagen, minimieren wir das alles mal ein bisschen. Ich will das jetzt auf jeden Fall erstmal mit ins Inventar aufnehmen. Das ist gut. Dann brauche ich auf jeden Fall aus dem Eisenzeugs brauche ich ein bisschen Material. Keine Ahnung. So, Rüstung und sowas. Jetzt habe ich auf einmal wieder Leben. Regeneriert sich das denn wirklich? Oder regeneriert sich das irgendwie nur, wenn ich an der frischen Luft bin? Bin ich dann eine Pflanze und betreibe Photosynthese? Photosynthese! Keine Ahnung. Ich bin verwirrt. Ich habe absolut keine Ahnung, was ich hier gerade treibe. Ich sammle jetzt ein paar Blümchen.
Nee, das ist eigentlich ziemlich eine doofe Idee. Das nimmt mir nur... Hier ist ein Zombie gestorben. Ha, gibt es irgendwelche Anhaltspunkte, in welche Richtung man gehen muss, damit es keine Eiswelt mehr ist? Da kann ich mir jetzt auf jeden Fall nochmal ein bisschen Pork choppen, weißt du, für Pork Chops. Rennen, 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 rennen. Wir brauchen Porks. Okay, das hat mir jetzt nicht viel gebracht. Ich will dich mit der Axt erschlagen, mit der Axt erschlagen. Komm her, Pork. So, das gibt mir doch ordentlich Porkchops hier. So, und bevor wir jetzt die ganzen Äxte verranzen, will ich hier noch das Holz mit abholen. Das Hühnchen werden wir erschlagen. Und das Porky Choppy. Gut, das hat mir jetzt nichts gebracht. Wo ist jetzt das Hühnchen hin? Dich nehme ich auch noch mit. Wir brauchen auf jeden Fall Nahrung, Nahrung, Nahrung für unsere lange, beschwerliche Reise in ein Gebiet, das nicht nur aus Eis besteht, weil damit kann ich nichts anfangen, ehrlich nicht. Da sieht man nichts, man hört nichts und ich weiß nicht. Am liebsten wäre es mir, wenn ich ein Village finden würde auf meinem Weg. Ich glaube, das machen wir auch und suchen das. Ich versuche jetzt auf jeden Fall einfach mal einen Weg zu finden, wo ich immer mehr von diesem Grünzeug hier sehe, damit ich ganz einfach mal einen Anhaltspunkt habe. Da könnte es ja sein, dass man etwas findet und werde mir da auf jeden Fall was Neues suchen. So, Holz haben wir jetzt eigentlich erstmal soweit genug. Porkchop, das brät noch. Da haben wir nichts mehr drin, die möchte ich aber gerne mitnehmen. Und natürlich die Workbench auch. Und dann latschen wir einfach los. Ich werde jetzt mal rausgehen. Mein Bett würde ich auch mitnehmen. Ne, eine Workbench, die muss ich eigentlich nicht mitnehmen und den Ofen auch nicht. Dafür habe ich genug Zeugs. Ich kann aber mal so ein bisschen random Stuff einfach mal rauswerfen. Die Stone Pickaxe brauche ich nicht mehr. Das Rotten Flesh brauche ich nicht mehr. Die Seeds nehme ich nicht mit, weil ich dafür die Wooden Pickaxe behalte ich jetzt einfach mal. Den Dirt brauche ich nicht. Cobblestone kann ich mir mal hier hinsetzen. Das geht eigentlich. Das können wir auch erstmal dahin tun. Das Iron Ore nehmen wir auch erstmal so mit. Die Light Grey Wool brauche ich nicht. Das Bed mache ich mir hier rein. Die Kiste auch. Die Äxte, die Wooden Pickaxe, die Saplings brauche ich auch erstmal nicht. Da habe ich genug von. Machen wir mal so. Die tun wir noch dahin. Das ist Essen, das ist Essen. Dann habe ich noch ein bisschen was im Inventory auch frei, womit man arbeiten kann. Das Bett kann ich mir dann aufstellen, wenn Nacht ist. Dann brauchen wir auch nur beim Tag zu reisen. Erstmal. Ja, und das kann erstmal da weiter braten. Das heißt, das Bett setze ich mir erst nochmal hier hin, denke ich. Damit ich das habe, falls die Nacht hereinbricht. Da können wir noch ein Hühnchen töten. Da haben wir noch ein Ei. Komm her, Huhn. Komm her, Huhn. Gut. Noch mehr Stuff. Zum Futtern etc. Und es brät so langsam. Das dauert so lang. Währenddessen... Ja, die Wolken sehen jetzt nicht so toll aus, muss ich sagen. Seit der Mod. Aber was soll's... Ey, halt! Was haben wir denn hier für eines? Dann können wir hier doch nochmal kurz exploren. Okay, vieles hier oben nicht. Es hat schon wieder so komisch gehakt. Das beunruhigt mich jetzt. Ich gehe jetzt erst nochmal an die Bench und mache was. Mache mir eine Pickaxe. Aus Stein, die benutzen wir noch. Okay, da muss ich rein. Ja, oh, Stickies habe ich ja auch keine mehr. Cobblestone. So, dahin bitte.
Gut. Stickies hatte ich wohl doch noch anscheinend, aber nicht gefunden. Eben gerade so. Random. Hatte ich das nicht aufgesammelt? Und wo war ich jetzt? Wo habe ich das gefunden? Ach, da habe ich das gefunden. Weil hier können wir noch Iron Ore mitnehmen. Das wollen wir natürlich nicht verrauchen lassen. Ja, hör doch einfach mal auf zu graben. Ich mache eine ganz kurze Reset. So, weil es nämlich eben gehakt hatte. Deshalb müsst ihr jetzt damit klarkommen. Deal with it. Und schon wieder ein Ei. Komm her, du. Ich nehme so viel noch mit, wie ich kann. Und dann gehen wir erstmal auf die Reise. Über die Top World. Top World. So. Okay, jetzt können wir uns auf jeden Fall schon mal eine Rüstung bauen. Dup, 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 dup. Chainmail. Leggings. Boots. Und ein Helmet. Können wir dann anziehen. Mit dem Stickies machen wir uns erstmal zwei Schwerter. So, jetzt machen wir uns erstmal hier. Zack. 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 Und zack. So, jetzt sind wir auf jeden Fall schon mal ein bisschen geschützter. Ein Schwert packen wir uns dahin. Die dahin. Die raus. Dann sammelt sie eh gleich wieder auf. Ha, ich wusste es. Das heißt, wir müssen das mal in die Richtung schmeißen. Ich möchte gerne so wenig im Inventar haben wie möglich. So, das dahin, die Iron Ingots dahin. Ich habe mir zwei Pickaxes... Nee, ich habe mir nur eine Pickaxe gerade gemacht. Ach, das ist außerdem nur Stone. So, Iron Pickaxe. Dann wollen wir eine Eisenaxt machen. Beziehungsweise zwei. So, den ganzen Rotz nehmen wir dann nicht mit. Aber dann sind wir auf jeden Fall gut ausgerüstet. Für alles, was wir so machen können. Komm, dann hauen wir hier noch eine Kohle mit rein. Dann machen wir die auch noch fertig. Dann haben wir auch noch mal weniger im Inventar. Hier haben wir noch 6 Plätze dann frei. Wir können die dann auch noch braten, solange wir warten. Das heißt... Die eine Pickaxe hätte ich gerne wieder jetzt. Das heißt, wir bauen uns erst noch ein bisschen irgendwas ab. Oh nein, es ist Nacht. Es ist Nacht. Das heißt, wir bauen uns das hier erstmal hin. Gehen kurz pennen. Ich hoffe, mich überfällt jetzt nicht irgendwas hier. Stimmt, das Bett wollen wir ja auch noch mitnehmen dann. So, die Stone Pickaxe benutzen wir jetzt. Aber wofür? Wo könnten wir denn jetzt gerade noch was finden? Könnten wir denn hier gerade noch irgendwas finden? Das ist eine sehr gute Frage. Eigentlich nicht so wirklich. Ups. Nee, wir warten jetzt einfach drauf, bis das fertig ist und dann fangen wir an zu wandern. Die Musik hakt so ein bisschen im Hintergrund. Das kommt wegen meinem Sound-Device. So, das ist gleich fertig. Dann gucken wir uns das noch. Ja, genau. Warum haben wir hier eigentlich nicht die volle Kapazität? Finde ich ja auch doof. Kann man da noch irgendwie... Nö. Das ist eigentlich alles, was wir sagen. Sam Fisher in mittelalterlich. Creepen uns mal hier rum. Gut, der ist fertig. 32 Eisenbahnen haben wir noch. Na, das ist ja eigentlich ziemlich fett. So, dann packen wir da einfach mal zwei rein. Dann können wir das noch braten. Dabei gucken wir auch schön zu jetzt. Und dann haben wir eigentlich auch so generell genug Platz. Für alles Mögliche. Den packen wir noch da hin. Das kommt ja dann raus. Das können wir auch jetzt schon rausschmeißen, ruhig. Weil jetzt sind wir ja soweit equipped. Jetzt müssen wir nur noch darauf warten, dass das hier fertig ist. Unsere köchlichen Gelüste. Und dann suchen wir uns jetzt einen Platz, wo wir uns eine
echte Behausung machen und von da aus mal wirklich ein bisschen exploren. Nur ich möchte nicht gerne hier bleiben. Ich habe jetzt viel gefunden, ich habe viel Zeug gesammelt. Das bringt auf jeden Fall schon mal positiv uns voran. Das Bett will ich noch rauskloppen gerade. Und ich glaube auch, dass ich zum neuen Platz suchen das Ganze mal auf Peaceful stellen werde. Und sobald wir eine kleine Behausung haben, das Ganze auf Easy weiterspielen. Und dann auch die Zombies slayen, weil wir brauchen ja jetzt nicht unbedingt hier auf Super Adventure Mod zu spielen, sondern spielen ganz einfach so, dass wir das hinkriegen, was ich in Mind habe. Mit meinen Staffeln. Und ich würde sagen, wir nehmen das jetzt einfach so mit und dann geht's los. Auf los geht's los. Und wir lassen das jetzt erstmal auf easy stehen. Wenn ich merke, dass das zu heftig wird, dann werde ich es auch ruhig auf peaceful stellen können. Wir haben genug zu mampfen dabei. Und dann beginnt jetzt unsere lange, beschwerliche Reise nach einer kurzen Aufnahmepause. Bye bye, bis demnächst.